Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Im letzten Part sind wir mal reingegangen ins Trugschloss, haben zwei Toddys gerettet und wir haben eine neue 3D-Aufnahme gefunden, die wir uns gleich mal anschauen wollen. Und die Mission ist, wo ist mein Zug? Also, wo ist er? Ich weiß es nicht. Unser Todd hatte eine gewaltige 3D-Aufnahme im Gepäck. Ob wir anhand dieser mehr über den Verbleib unseres nächsten 14-Bot-Stücks erfahren, er sagt immer nur noch ein Todd. Oh, entschuldige, dass es mit dem Dekodieren etwas länger gedauert hat, Luigi. Dafür haben wir jetzt eine frische, neueste, aktualisierteste Aufnahme, die man sich nur wünschen kann. Schauen wir gleich mal rein. Oh, jetzt sieht man, dass es Mario ist. Und wieder diese Buhus mit der mysteriösen Stoffsack, den sie die ganze Zeit... Moment, wen sehe ich da? Schockierens, was? Schockschwere Not, das ist ja dein Bruder Mario. Oh ja. Wie ist er nur in dieses Schlamassel gekommen, in dieses Bild? Das ist ja furchtbar. Buhus, Buhus, überall. Die wissen sicher, wo das letzte Finstermondstück ist. Das ist kein gewöhnlicher Buhu, ist das etwa? Ah, gütiges Kruftgeheule. König Buhu, der Meister der Illusionen. Oh, die ganze Schurkerei war also sein Werk. Und obendrein hat er irgendwie auch noch den Bruder entführt. Ja, ich bin sprachlos. Oh, dieser Unhalt. Wenn er meint, er kommt uns mit seinen Missetaten durch, dann... Aha, das Paraskop empfängt ein massives Signal aus der Zugfahrtsausstellung. Oh, du hast ja selbst gesagt, wo König Buu ist, da ist auch das Gemälde mit Mario drin. Du musst in Windeseile zur Zugfahrtausstellung und deinen Bruder retten. Vielleicht kann Mario uns ja König Buhu helfen, ihn zu besiegen und das Finstermondstück zu finden. Ja, mit diesem handgefertigten Kurbelrad kannst du die Treppe im Innenhof drehen. Und los, Luigi, dein Bruder braucht dich. Was wir brauchen, sind eure Daumen hoch. Und euch als Abonnenten. Also, macht das bitte. Wäre toll. Was machst du da? In den Innenhof gehen. Aber du hättest auch die andere Tür nehmen können. Ich meine, das Portal zur Wüste. Und dann entscheidet sich für die Eise. Ja, Wüste hat man diesen riesen, diesen langen Weg da wieder hochlaufen müssen und so und das da kürzer. Ja, das ist doch parallel dasselbe. Gar nicht. Ich meine, der Weg von unten, das Portal ist ja unten. Wir hätten diesen ganzen Weg hochlaufen müssen zur Tür erst. Ah, wirklich ein praktisches Treppchen. Na dann los, auf zur Zugfahrtausstellung. Ja. Welche Seite ist es? Hier sollte es sein. Nach vorne? Was wäre da gewesen? Wahrscheinlich nicht viel. Ja, ich wollte gerade sagen, hey, da waren wir doch eben, aber nee, da war nur das Portalding, da sind wir wieder raus. Nee, das ist, ich meine, da, wo wir reingekommen sind auf der Ebene, durch die Tür. Also im Süden. Man weiß es nicht. Du hast ihn nicht getroffen.
Die Seefahrerausstellung. Ahoi, ihr Landratten! Ich muss den erstmal kriegen, dann soll das hin. Ja, dafür müssen wir den Staub erstmal ausmachen, oder nicht? Ja, da oben kannst du es doch zumachen, nehme ich an. Bullduke. Und wir hatten ja auch hier jetzt unser Kupfsäureverbesserung. Nein, 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 was macht der da? Nur Mist. Musst du den wegziehen oder so? Was? Das war normaler Geist? Wo führt das Portal jetzt hin? Hier ist meine Untersuchung. Ist da bei dem Rettungsring was vielleicht? Hier oben? Oh, den Oktopus? Nee. Ich glaube, du kannst bei einem Rettungsring vielleicht irgendwas erschaffen, was unsichtbar ist. Ah, das musst du drehen. Ah, aber in welche Richtung? Oh, jetzt haben wir es gedreht, jetzt ist auf der anderen Seite. Bei dem Rettungsring da oben beim, auf dem Schiff drauf. Aber vielleicht ist es auch einfach nur leer. Ja, aber ist ja auf jeden Fall theoretisch noch eine Tür. Die Frage ist halt, ob wir die Option Doch, das hat was mit dem Oktopus zu tun, glaube ich. Ich würde den ja gerne aufpusten oder so, aber ich darf ja nicht. Kannst du nicht dran ziehen? Nee, ich hab... Keine Ahnung. Naja. Vielleicht ja. Später. Warte, stopp! War da an der rechten Säule, fehlt da vielleicht das Rad? Sah so aus. Naja. Dann eben nicht. Hier ist... Ja, dass wir das Buch hierher bringen können. Ach stimmt, das ist ja immer noch. Fällt ja immer noch. Und wir können irgendwo nach oben, was wahrscheinlich nicht hier ist. Wo führt denn jetzt das Portal überhaupt hin, ist die Frage. Wahrscheinlich da, wo du nach oben kannst. Zur Quadrausstellung. Vielleicht wäre das was passiert, wenn du noch länger geguckt hättest. Ach, das ist jetzt hier oben, das. Aber wo kann man nach oben fliegen? Ist noch in der Wüste, aber kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Vielleicht noch in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Ja, oder ist das gut? Kann ich das vielleicht auch einfach drehen? Also hier durch, los. Oh yeah, got it. Yeah, wow! Oh. Oh. Hello? Also die schwächere Version in stärker und nicht die stärkere Version in stärker. Oh, verwünschter Lottergeist. Ohne das Buch kommen wir hier nicht durch. Ich versuche ihn zu finden. Ich muss nur kurz dieses petzige Periskop. Sekunde nur. Doofes Ding. Ah, endlich. Es ist immer noch im ersten Stock, aber diesmal drüben im Westflügel. Reichlich schwammig. Ich weiß, aber immerhin etwas. Mach immerhin etwas. Lauf los und such weiter. Nach vorne kannst du noch gucken, glaube ich. Obstbalkon. Ich habe erst Obstbalkon gelesen. Wo
Bude Obstbalkon. Jetzt wieder Waldfrosch. Warte, fehlt hier irgendwas? Das ist ja. Da runter? Nee. Du kannst ja nicht immer so eine Treppe sein. Kannst du auf jeden Fall hier so drehen, dass wir. Geh mal jetzt in den. Am Norden ist nur das, da kannst du ja gar nicht weiter. Da ist etwas, was du. Ich glaube, das ist ganz fürs Finale, ganz am Ende. Aber dreh es mal so, dass du nach Süden kannst. Nach Süden? Das war doch richtig. Und dann jetzt nach Süden. Ja, weil da wahrscheinlich nicht viel ist. Ja, aber bestimmt in anderen Kapiteln. Ich will jetzt hier nicht alles vorher. Ah, du kannst ja gar nicht. Oder ist gar nicht, ja, okay. Nein. Wir möglichst schnell durchkommen. Ich will das heute noch schaffen. Ja. Im besten Fall sogar vor dem Essen schon. Kommt davon, wann ihr isst. Also 18 Uhr sollte easy jetzt machbar sein. Schauen wir mal. Hast du den vermisst? Nein. Da geht die mir gerade hier alle auf die Nerven. Warum hat er nicht geschrien? Dann wird's ihn zum Schreien bringen. Nein. Der hat geschrien, so. Guck doch mal durchs Fenster. Und Goldspinnies. Tja, Jan, wenn du keinen Knochen hast, dann stirbst du gleich. Der Westbalkon. Eingangshalle. Ja, das ist noch ein Buch. Da in der Eingangshalle brauchen wir den Ballon. Ja, aber. Ja. Aber. Ach doch, man kann dich da draufstehen, da ist ein Vorsprung. Das heißt, wir gehen gleich, wenn wir hier fertig sind, zurück. Cosmo-Ausstellung. Das ist der Typ. Ja, okay, da kommen wir ja hin. Ja, aber wollen wir nicht vorher zurückgehen? Nee, da werden wir nochmal hin. Wir müssen ja eh gleich rüber zum Beispiel wieder. Ich wollte nicht da durchgucken, ich wollte da oben durch die Tür gehen. Ja, aber wenn du das Buch zurückbringst, passiert wahrscheinlich was, weil das dann ja, der Weg ist. Ja, ich kann es erstmal auf den Boden legen, ich muss es ja nicht reinpacken. Wird schon. Also die Rakete zünden? Nicht die. Da ist aber das Portal drin. Wieder weg. Geh mal weiter weg. Kann ich nicht. Fenster kriege ich auch nicht auf. Brauche wahrscheinlich was zum Anzünden, vielleicht sonst eher. Vielleicht kannst du. Ja, aber das sieht aus wie ein Knubbel, man kann ja dran ziehen. Ja, aber. Aber vielleicht kann man hier auch mit Feuer herkommen. Aber das ist ja nicht der Geist, den wir suchen. Was machst du denn jetzt? Jetzt machst du es ja doch. Ja, jetzt könnten wir da ja eh nicht weiter. Das können wir erst einen Ballon machen. Natürlich kann man da weiter. Den Geist, den du suchst, der hätte was anderes gemacht.
Man hat ja die ganze Zeit dieses Geräusch gehört. An Dingsen. So, jetzt müssen wir wieder zum ersten Gebiet. Feuer. Hol mal jetzt Feuer, meinst du? Ich würde es ausprobieren, ich wüsste sonst nicht, wie man den da rausbekommt. Also das macht gar keinen Sinn, was du gerade machst. Ich hole das Holz. Ich dachte, das liegt noch da, wo es beim letzten Mal lag. Na, wir haben es angezündet, dann war es meistens eigentlich weg. War das ein anderes Kapitel? Ach Gott. Ja, ist okay. So viel kann sich das Spiel damit auch nicht merken. Oben rechts, oder? Oder oben links? Nee, oben rechts war die Blase, das müsste hier eigentlich sein. Komm schon, komm schon. Aha! Tschüss! Der ist jetzt wirklich weg. Ich muss gerade auf die Toilette. Der denn da hinten? Bessere Frage ist, wie kommen wir da hin? Oh. Ah, so ist doch ein Grün. Ich muss die erst abfeuern lassen und dann. Nee, auch nicht. Jetzt haben wir dich. Noch ein Stück. Geht schön weg hier. Die Käfer könnt bitte auch alle sterben. Aber ich hab jetzt auch nicht so viel Lust hier. Weg. Thank you.
Verstehe ich immer noch nicht. Was habe ich verpasst? Komm hier. Die Kampf. Hast du den Goldgeist? Weil die Tür ist einfach abgehauen. Den habe ich nicht gefunden. Der war dann weg mit der Rakete? Ja. Okay. Warte, stopp. Hier sind noch Räume, die wir noch nicht angeguckt haben. Ach ja, müssen wir aber auch nicht angucken jetzt alle. Dann, das dauert keine 5 Minuten, wenn du jetzt in die anderen Räume gehst. Ja, aber 5 zu viel. Nee. Die Abstellkammer. Muss ich dahin gehen, die zuerst zugeht oder die zuletzt zugeht? Ich glaube, das hat keinen. Also man muss die Reihenfolge machen. Ach so. Oh. Aber ist das derselbe? Ich denke eigentlich nicht. So, da oben ist noch ein Räumchen und dann hast du es. Luftfahrt, was du? Sehr schön. Der blaue Lippen, oder? Das Geld? Nein, es verschwindet. Falsche Entscheidung. Ist das für dich so ein Ding, was du immer mal machen würdest, so Heißluftballonfahrt? Nein. Hast du so krass oder? Ich hab immer eine Höhenangst, ja, vergiss es. Ist die Frage, ab wann sowas anfängt, könntest du auf dem Eiffelturm? Kann nicht mal wirklich auf dem Geländer von der Treppe runter gucken. Also ich kann hoch, aber ich werde halt nicht ans Geländer gehen. Also das ist natürlich immer unterschiedlich, deswegen. Naja, von mir ist es krass. Ich habe auch schon, wenn ich eine. Drei Trittleiter ist gefühlt schon zu viel. Na gut. Ja, jetzt siehst du ja wieder nur den Raum, wo wir schon 80 Mal geguckt haben. Das ist wie gesagt der Finalraum. Ach, da ist er ja. Es gibt einfach zwei Goldgeister. Geldgeister, wie auch immer. Wir sind ja so eben wieder so gerumst, wo wir kurz aus dem Raum gegangen sind. Ach, das war da. Ich hab's auch mitbekommen. Ich dachte, naja, sind sie. Deswegen bin ich kurz zurückgelaufen, da war aber nichts. Da ist aber wieder gelandet. Die Sau. Gut, dann gehen wir mal hin. Aber was wird da sein? Tschut, tschut! Beide, beide! Oh. Jetzt! Schrecker kommt, der Schrecker kommt, der Schrecker kommt! Kannst du dem eigentlich ausweichen? Dass er dich erschreckt? Hast du ja dann nein gesagt, das kam es nicht an. Ich glaube nicht. Das macht ja auch wenigstens keinen Schaden.
Wir haben schöne Hände. Alter, guckst du dir an. Hui! Ich hab gelernt, ich mag diese Joghurt-Gums gar nicht so. Die sind so ein bisschen wie Rebo Frutti. Nee, Colorado, nee. Tutti Frutti. Tutti Frutti heißen die Filme. Ah, Luigi, Luigi, konntest du irgendwie die Spur von Mario entdecken? Bitte? Er ist wo? Gute Güte, du fragst dich sicher, wie er dorthin eingelangen konnte. Keine Sorge, mein Lieber. Ich habe eine fabulöse Idee. Ich hole dich zurück. Halt deine Mütze fest. Ich weiß, ich habe das irgendwie anders erwartet. Ja, ich hoffe, dass hier ein bisschen mehr passiert, als wir gucken, wo rein. Achso, ich meine jetzt bei den Katzen. Ich meine das nicht. Ja, haben die auch unsere Etage ein bisschen erkundet. Gibt ja gefühlt noch 10 Etagen. So viel ist das gar nicht mehr. Wir haben jetzt auch alle Teleporter aktiviert, also. Ja. 2 Level noch, plus Boss, plus Boss. Nur Mut, mein Bester, wir holen deinen Bruder schon irgendwie wieder da raus, obwohl dieses Gemälde sicher eine schöne Stange Gold einbringen konnte. Aber doch nur Spaß. Zeig, was du da hast. Rabbit! Ob wir am Ende auf die 30.000 noch kommen, aber knapp. 25 auf jeden Fall. Oh, eine Sache nur, ist hier auch diese Miniaturkamera in der Modellbahn da aufgefahren. Fallen. Damit sollte es dem Wechselporter möglich sein, dich direkt dorthin hineinzubringen. Oh, die Sache bleibt jedoch riskant. Ich weiß nicht, ob die Auflösung jeder Kamera genügt. Aber wie sagt man so schön, gut justiert, deshalb gewechselt. Ein Sekündchen bitte, lass mich justieren, ja? Mag just überhaupt nicht das Wort. Das habe ich schon mal mitbekommen. Aber was ihr mögen solltet, war der Part. Also lasst gerne ein Like da nicht verpassen. Was? Like zu lassen. Was? Wo kommt denn jetzt schon der Boss? Ich bin mir... Jetzt bin ich verwirrt. Und vielleicht passiert hier mehr als das. Na, dennoch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.